Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich der Minister für Verkehr und Infrastruktur, Andreas Scheuer von der CSU, bei Maischberger die Woche traut, Journalisten öffentlich den Mund zu verbieten. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Aber eins, wenn ich das mir erlauben darf, zur vorgehenden Runde, weil ich die Herren Jörges und Steingart sehr schätze. Wenn so wichtige Medienvertreter, so hoch angesehene Journalisten von Staatsversagen, von Täterin reden, okay, von Rücktritt können sie reden oder von Inkompetenz, das ist im politischen Diskurs, muss man das aushalten. Aber da möchte ich schon appellieren, mal ein bisschen über die Worte nachzudenken. Ich kenne Redner im Deutschen Bundestag, die einer Fraktion angehören, die ähnliche Begriffe in jeder Rede verwenden. Und das ist auch meine Bitte für den Wahlkampf vielleicht, einmal wieder auf die Sachebene zurückzukommen. Und deswegen freut es mich, dass Frau Rados, die, glaube ich, die größte Erfahrung hat, da mit guten Argumenten. Mit Afghanistan, das Problem des hier benannten Staatsversagens. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber das hat mir jetzt gerade echt Sie müssen das bewegt. Sogar sagen, weil das Interessante ist ja, also was gerade gesagt wurde. Es gibt ja dieses Gefühl. Ich will nicht übel nehmen, aber das war meine Wahrnehmung jetzt. Es gibt das Gefühl in Deutschland, es funktioniert hier nicht mehr alles so, wie wir es eigentlich von diesem Deutschland erwarten wollen. Und das Interessante ist ja, also warum stehen Sie so in der Kritik? Weil in Ihrem Bereich, also Infrastrukturen, Autobahnen, Brücken, Digitales, all das, da sind die Menschen einfach auch vielfach enttäuscht, weil eben es nicht mehr so funktioniert, wie man sich das erwartet. Deswegen, Sie haben ja auch gerade neulich gesagt, wir wollen ja heute über politische Verantwortung reden. Sie haben gesagt, der Job macht Ihnen eigentlich großen Spaß und Sie würden ihn auch wieder machen. Warum glauben Sie, dass Sie ihn wieder machen sollten? Was ist hier passiert? Sehr wahrscheinlich hat sich Andreas Scheuer diese Strategie schon vorher ausgedacht. So oder so ungefähr. Zunächst lobt er die anwesenden Journalisten ganz groß, findet blumige, schöne Worte, möglichst verbindliche Worte, so verbindlich, wie es nur irgendwie geht, um dann aber klar zu machen, haltet den Mund. Ihr macht sonst die AfD stark. Es ist sozusagen eine Erpressung. Wenn ihr uns hart kritisiert, dann kommen die Leute vielleicht auf die Idee, AfD zu wählen. Weil wenn ihr uns alle fertig macht, dann bleiben ja nur sie übrig. Und sie sagen das Gleiche. Dann fällt den Leuten auf, ah, okay, die AfD hat ja recht mit dem, was sie sagen. Die Journalisten sagen das Gleiche. Interessant ist, dass das vielleicht das ganze System, wie man das nennen will, dass es das zum Kippen bringen kann. Und weshalb auch die Journalisten verängstigt sind. Das merkt man ja schon bei Baerbock. Sie wollen irgendwie Druck machen. Es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Ebene über Themen, über die man redet und über die man nicht redet. Das wissen die Politiker auch ganz genau. Das heißt persönliche Verfehlungen oder eben hier Infrastruktur, diese ganzen Probleme, Afghanistan, Impfbeschaffung bei Corona. Diese ganzen Dinge werden kritisch hinterfragt. Auf jeden Fall nicht verschwiegen. Natürlich nur zu einem gewissen Grad kritisch hinterfragt. Weil schon jetzt ist es ja so, sie wollen nicht zu hart kritisieren, um nicht die AfD stark zu machen. Und anscheinend ist es so, warum auch immer, dass diese Täuschung, dass diese Altparteienpolitiker so irgendwie fixiert sind auf die Täuschung, sich da so drauf konzentrieren, dass sie wirklich schlechte Sacharbeit machen überall. Man könnte jetzt ja sagen, okay, sie sollen sich halt ein bisschen Mühe geben, sie sollen es einfach nicht ganz schlecht machen. Aber bei sämtlichen Themen war es wirklich peinlich. Maischberger und die anderen merken, okay, wenn die jetzt zu schlechte Politik machen und die Journalisten darüber nicht berichten, dann bricht das irgendwie zusammen. Dann merken die Leute, okay, ja, da wird ja gar nicht drüber berichtet, den Medien können wir nicht trauen. Das heißt, die Journalisten müssen ja irgendwas kritisieren, damit die Leute weiter denken, die Politiker werden kritisiert, wenn sie Fehler machen. Und die Täuschung ist natürlich die, dass die Leute nicht merken sollen, dass es gewisse Themenfelder gibt, die nicht kritisiert werden. Jedenfalls scheint Scheuer das Dilemma genau zu kennen. Und ja, es ist vielleicht so ein bisschen wie Rom vor dem Untergang. Man hat so das Gefühl, er ist nicht wirklich verunsichert, weil er weiß, er erzählt jetzt irgendwas und er sagt halt den Journalisten, haltet euren Mund, kritisiert uns nicht zu hart, sonst wird die AfD stark. Und da weiß er, er hat nichts zu befürchten.
Und so funktioniert das ja die ganze Zeit, eigentlich bei allen. Es muss ja niemand mehr zurücktreten. Und die Journalisten werden natürlich unruhig, sie werden nervös. Okay, das fällt ja den Leuten vielleicht irgendwie auf, es muss keiner mehr zurücktreten. Die machen große Fehler und sie müssen nicht zurücktreten. Jetzt möchte Maischberger Druck machen. Aber das Problem ist ja, dass alle Altparteien, dass sie alle eigentlich ähnlich sind. Das heißt, wenn jetzt Maischberger Druck auf Scheuer macht, wen sollen die Leute denn wählen? Es sind ja alle gleiche Versager in allen möglichen Themenfeldern. Und es funktioniert, weil für die Leute im Moment die AfD keine Alternative ist. Sie die AfD nicht kennen. Und das weiß auch Scheuer. Und deswegen, ja, funktioniert das so, wie er es sich denkt. Interessant ist auch, dass sich die Leute über sowas nicht aufregen. Sehr wahrscheinlich merken die Leute, das müssen sie merken, dass er jetzt tatsächlich ernsthaft den Journalisten den Mund verboten hat. Aber vielleicht, die Deutschen, die stehen auf sowas. Die stehen auf Södolf und auf diese Art und Weise, das wegzuwischen. Dieses unfaire, machohafte, irgendwie, Hauptsache sie sind stark. Wenn sie sich durchsetzen können, hat man so das Gefühl, das gefällt den Leuten in Deutschland zu einem gewissen Grad. Oder vielen Leuten gefällt das. Dass es jetzt ein Skandal ist mit Scheuer, das ist jedenfalls, es würde mich überraschen. Aber man kann ja gespannt sein. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so auffällt. Macht's gut.